Peppa und ihre Familie machen einen Campingausflug. Ich mag Zelten. Da sind wir. Hurra! Peppa, George, dieses Zelt hatte ich schon als Junge. Papa, wie willst du denn daraus ein Zelt machen? Keine Sorge, Peppa. Ich bin ein Campingfachmann. Mama Wutz, alles fertig zum Aufbau. Genau so, Babyeier leicht. Oh. Brauchst du nicht die Heringe? Na klar, die habe ich wohl vergessen. Jetzt hält das Zelt viel besser. So. Das Zelt ist aber ziemlich klein. Es war groß genug für mich als Junge. Aber jetzt kommt es mir auch klein vor. Ja, weil du nämlich inzwischen größer geworden bist, Papa Wutz. Und am meisten bist du am Bauch gewachsen. Apropos mein Bauch. Wollt ihr Suppe? Ja, ja. Dann brauchen wir wohl Holz fürs Feuer. Peppa und Schorsch helfen Papa Wutz beim Holzsammeln. Schorsch, ich heb die Stöcke auf und du trägst sie dann. Stöcke sammeln macht Spaß. Gut, das ist genug. Das wird ein Prachtfeuer. Ich zünd's an. Ich hab Streichhölzer. Hoho, so was brauche ich nicht. Papa, wie machst du das denn ohne Streichhölzer? Ich mache es genauso wie früher. Man muss nur zwei Hölzer aneinander reiben. Papa Wutz reibt die beiden Stöcke ziemlich lange aneinander. Wann kommt denn das Feuer? Sofort! Hurra! Babyeierleicht. Jetzt mache ich die Tomatensuppe heiß. Ah, lauscht nur der Stille der Nacht. Ich habe da was gehört. Das war das Zirpen einer Grille. Und was ist das? Eine Eule. Guck, da ist sie. Boah. Und wer macht so? Oh, merkwürdig. Das ist Papas Bauch. Mein Bauchgrummeln gehört zu den besten Klängen der Natur. Es bedeutet Essen. Ich mag Tomatensuppe. Und ich erst. Ich höre noch einen von Papas Klängen der Natur. Was? Los, ihr Lieben, ab ins Zelt. Schlafenszeit. Wir passen nicht alle rein. Das Zelt ist viel zu klein. Das passt schon. Schnell hinein. Mach etwas Platz, Mama Wutz. Papa, du bist zu groß für das Zelt. Macht nichts. Ich schlaf eh lieber draußen. Schlaf gut, Papa Wutz. Schlaf gut, Papa. Schlaf gut. Gute Nacht zusammen. Alle gehen schlafen. Peppa, Schorsch und Mama Wutz im Zelt und Papa Wutz unter den Sternen. Ah. Ich mag Zelten. So unter freiem Himmel mit den Sternen über mir. Vielleicht war das doch keine so gute Idee. Am nächsten Morgen? Papa, es war ja so gemütlich im Zelt. Oh, wo ist Papa? Papa Wutz ist verschwunden. Armer Papa, ganz bestimmt hat er gefroren. Wo ist er jetzt bloß? Was ist das? Es klingt wie Papas Schnarchen. Papa Wutz! Was? Dir ist nichts passiert. Ho, ho, ho. Natürlich nicht. Ich bin ein Campingfachmann. Ich war im Auto. Schlauer Papa. Ho, ho, ho. Ich mag Zelten. Peppa und Schorsch möchten gerne malen. Holt euch ein paar alte Zeitungen zum Drunterlegen. Ja! Papa Wutz liest gerade seine Zeitung. Ihr könnt gerne meine Zeitung nehmen, sobald ich sie gelesen habe. Na gut. Hurra!
Dann können wir ja jetzt anfangen. Dummer Schorsch. Große Kinder fassen doch nicht mit der Hand in die Farbe. Schorsch liebt es, mit den Händen zu malen. Peppa malt auch gern mit den Händen. Sehr gut. Bekomme ich eine Kartoffel, Mama Wutz? Die sind noch nicht gekocht, Papa Wutz. Hast du Hunger, Papa? Ich will sie gar nicht essen. Passt mal auf. Was macht Papa Wutz? Oh. Wer kann mir sagen, was das hier ist? Eine Blume. Schlauer Papa. Hohoho, als ganz kleines Ferkel habe ich schon gerne gemalt. Wo sind meine alten Malutensilien? Papa, warum hast du denn diesen lustigen Hut auf? Hohoho, das ist meine Baskenmütze. Ich fühle mich damit wie ein echter Künstler. Nun, was soll ich malen? Wirklich gut gewählt, Schorsch. Ich male den alten Kirschbaum. Was ist das? Eine Staffelei, Peppa. Da steht die Leinwand drauf. Was ist eine Leinwand? Sie ist wie festes Leinenpapier für spezielle Gemälde. Ist das Zahnpasta? Hoho! Nein, Peppa. Das sind ganz spezielle Farben für große Maler. Herrlich! Mit welcher Farbe wollen wir anfangen? Rot, bitte! Warum rot, Peppa? Rot ist doch meine Lieblingsfarbe. Aber erst wollen wir den Himmel malen. Guck, welche Farbe hat der? Blau, ist doch klar. Ja, sehr gut. Wir beginnen mit Blau. Jetzt ist der Kirschbaum dran. Wir brauchen Grün für die Blätter. Hier ist aber kein Grün. Kein Problem. Wenn wir mischen, und zwar blaue Farbe mit etwas gelber Farbe, dann wird's grün. Wenn man Blau mit Gelb mischt, gibt das Grün. Schönes, saftiges Grün. Und hier ist Gras. Was ist eigentlich mit dem Baumstamm? Wir haben ja gar keine braune Farbe. Wir mischen uns braun. Nämlich mit Grün und Rot. Grün und Rot ergibt Braun. Papa Wutz malt den Baumstamm und die Äste. Papa, kann ich die Kirschen malen? Gern, Peppa. Tauch deinen Finger in die Farbe und tupf sie auf den Baum. 1, 2, 3. Gut gemacht, Peppa. Jetzt ist Schorsch dran. Du bist wirklich ein großer Maler, Schorsch. Fertig. Das Werk ist vollbracht. Hurra! Oh, hier sind die Enten. Hallo, Fräulein Ente. Wir malen gerade ein Bild. Die Enten laufen über die Farben von Papa Wutz. Husch, husch, böse Enten. Husch, Enten, husch. Bleibt schön weg von unserem Bild. Oh nein, die Enten haben Fußspuren auf dem ganzen Bild hinterlassen. Oh je. Was war das für ein Krach? Mama, die Enten haben unser schönes Bild verdorben. Lass mal sehen. Die Enten hinterlassen Fußspuren im Garten, genauso wie auf dem Bild. Papas Bild ist nicht verdorben, Peppa. Es ist perfekt. Hurra! Oh ja, ich bin sozusagen Experte im Malen. Genauso wie die Enten.